Handy. Hola. Na, das haben die nicht gecheckt. Das ist schon mal gut. Sniper ist nicht gut. Ich weiß nicht, ob ich dir machen soll, da, weil dann steigt er diese Bedrohungsstufe angeblich. Hm. Wacht die Bewegungen der Rebellen. Ja, dann sollte man weg einfach diesen Posten. Ich werde es sicher nicht witzig finden, wenn ich da jetzt reinmarschiere wie ein Trödel. Hm, also ein bisschen was kann ich simultan machen, aber das sind sehr, sehr viele. Das heißt, es wird eine wilde Schießerei auf jeden Fall. Man könnte es da taktisch machen. Oder einfach in Frieden lassen. Granate, ja, aber dann wissen die genau, dass ich da bin. Das ist ein Problem. Irgendwie will ich die nicht da lassen. Das sind ja Feinde, ne? Feinde lässt man nicht am Leben. Dann versuch's mal ruhig und wenn es nicht geht, dann halt laut. Simultan könnte man die drei. Wenn der umfliegt. Ist halt die Frage. Bleib mal da. Oh. Die Granate wäre wirklich nicht so blöd. Weißt du was? Also blöde. Moment. Ist zu weit. Aber es wird dunkel, das ist nicht mehr so schlecht, weißt was? Scheiß drauf, wir machen das jetzt. Granate ist in dem Sinne nicht mehr so blöd. Wie wechselt man eigentlich die? Granate kommt. Come mierda, culeros. Sie sehen ein bisschen nervös aus. Ja, das glaube ich. Granate fliegt. Ich glaube, die sind jetzt sauer. Die wissen aber nicht, wo ich bin. Das ist das Gute. Könnte man da ein bisschen aufholen? Brauche neue Position. Ja, macht mal. Okay, Ziel markiert. Bin schussbereit. Eröffne das Feuer auf diese Erde. Dankeschön, Leute, das habt ihr gut gemacht. Jetzt läufst du eigentlich nicht mal so blöd. Ich weiß gar nicht, warum ich mir das so angeschissen habe. Das läuft doch. Einfach nur ein paar Leichen. Bei mir sind die irgendwo. Okay, jetzt wisst ihr, wir finden. Seid ihr? Im Arsch. Oh, läuft! Sauber, also, was lernen wir daraus? Nicht anscheißen, einfach platt machen. War doch nicht so schwierig. So, wie geht das jetzt? Mal zum Mittel her. So, jetzt werden wir da abstauben. Wer macht denn da so einen Lärm? Ich glaube, da ist eh nichts mehr. Wir setzen eine Markierung, damit die Rebellen den Nachschub finden. So, und was ich jetzt wissen will ist, habe ich jetzt irgendwas Negatives oder nicht? Nö. Hm. Verdeckt vorzugehen. Ja, irgendwie, keine Ahnung, entweder war das jetzt nicht so schlimm oder... Wir haben es einfach akzeptiert, dass sie auf die Fresse kriegen. Kann natürlich auch sein. Schauen wir mal, vielleicht ist da oben was. Ja, da ist auf jeden Fall. Punkte nehmen. Bei dem vielen Geld sollte man meinen, das Kartell macht schönere Orden.
korrupten Schweine da, hä? Und da gibt's auf jeden Fall noch was. Haben wir auch. Da ist noch was. Irgendwo hier muss was sein. Ah. Money. Dankeschön. So, die Waffe kannst du weg. Allerdings ist da noch irgendwo. Oder? Da oben. So, nimm das mit. So, fertig. Das war eigentlich gar nicht so schwierig, ey. Das Einzige, was ich mir jetzt frage, wieso die diesen blöden Sender da jetzt einnehmen kann, ich es immer noch nicht. Ich glaube, ich muss wirklich in der Story voran. Das kannst du nicht einnehmen. Es geht, glaube ich, erst, wenn ich wirklich mit der Story voran bin. Na schön, dann gehen wir dahin. Aber ein Heli schnapp immer. Ich gehe sicher nicht zu Fuß. Ist der Heli? Rechts von mir, also da. Ist der Heli? Von meiner Nase sein. Weg da oben. Scheiße. Heli, incoming. Ist ein bisschen blöd, wieso haben wir die nicht markiert? Die markiert sind auf der Karte. Hm. Ja, warum auch immer. So, ich habe mein Heli. Darf ich mal ausleihen? Dankeschön. Ziemlich viele Lichter und Schalter hier drin. Tja, so ist es. Hau mal ab. Wir müssen geradeaus einfach. Oh, 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 wir haben ein bisschen blöd gelandet. Aber egal. Passt schon. Zwei Sicarios. Dicht beim Lagereingang. Alles klar. Alles klar, alles klar. So. Stell mir nur ein bisschen blöd an, aber das wird schon, das wird schon. Schwerster Schwierigkeitsgrad war jedenfalls die beste Entscheidung. Ist der besoffen oder was? Sie haben, wenn er besoffen wäre. Warte mal, wir haben hier doch Nachtsicht, genau. Warum stelle ich mir aus an? Ah, das geht ja schon wesentlich zügiger und besser. Die Batterie hält wirklich nicht lange hier. Oh. Hier ist nur diese paar hier? Ja, dann machen wir Simultanschüsse, das hat ja schon mal ganz gut funktioniert und dann passt es ja, ne? Also, pass auf, wo ist meine Waffe? Hier. Alles drauf. Läuft. Ich habe jetzt auch Nachtsichtgerät oder was? Sehr cool. Wirklich cool. So, das machen wir jetzt aber anders. Geht nämlich so. Oh. Scheiße. Kacke. Geh in Position. Schieß ihn ab, bevor er Alarm macht. Suche bessere Schusslinie. Ja, die sind im Haus, das ist das Problem wahrscheinlich. Pass gut auf, die wissen, dass irgendwas los ist. Ja, ja. Das, aber das. Hab das loslegen. Ziel verloren. Eröffne Feuer. Das hat er ganz gut funktioniert, muss ich sagen. Treffer, ich sehe dich schon. Da Nacht hin oder her, Kleiner. Meinst du nur hin?
Scheiße. So, erledigt. Einen Pieselz. Dann habt ihr den falschen erwischt. Alle in Ordnung? Jetzt ist die Frage, heißt es, dass da jetzt keine Gegner mehr sind? Ich glaube nämlich... Ah. Na sicher. So, können wir abstauben hier. Moni. Ressourcen. Was gibt's noch? Noch was? Das ist eine coole Karin. Diese Info, die ist oben. Auf. Oh, läuft hier. So, da hacken wir mal das kleine Schässchen da. Dieses Dokument erwähnt einen Unidad-Hauptmann, der Gefangene von Juri und Polito verhören lässt. Der weiß, wo unsere... Okay, eine Hauptmission zu... Turteltäubchen stecken, aber er sitzt im Unidad-Stützpunkt. Ja, da kann er ruhig sitzen in dem Stützpunkt, den holen wir da schon raus. So, hier habe ich alles. Hauen wir ab, Jungs. Hauen wir ab. Dann die Geräusche auch. Hat sich gemacht. Läuft! So, Karte. Jagd auf Rebellenagenten. Jetzt ist es auch wieder da. Ah, das kannst du wieder machen. So lange bis du schaffst oder was? Lol. Na okay. Auf jeden Fall. Was ist das da? Katallofarm. Die vom Kartell besetzt ist. Wenn ich das jetzt freiräume, habe ich das Problem, dass es nicht wirklich... wird nicht frei. Also ich glaube, ich muss echt original der Hauptstory machen. Es wird nicht anders gehen. Mindestens ein bisschen, sonst kommen wir nicht weit. Na gut, dann machen wir Hauptstory. Ist ja wurscht. Ist ja was schön. Pakataris Rebellenbewegung steht kurz vor dem Aus. Wenn wir das Blatt wenden, können wir später auf seine Unterstützung zählen. Ja, dann helfen wir denen einmal. Stoppen und markieren sie den Santa Blanca Konvoi. Okay. Ja, das heißt mit Auto, was? Was ist das? Okay, ne, da ist mal der Hauptmann. Ein Unidad-Hauptmann namens Fuentes hat mit Juri und Polito gearbeitet. Verhören Sie Fuentes. Werden wir machen. Allerdings werde ich damit eine Schnellreise mich anpirschen. Muss ich nicht nur die halbe Map kurven. So. Oh, was Fahrbares. Immer das da. Dann geht das hier ganz gut. Ich nehme das Motorrad. So, wie weit haben wir? Sollte gehen, ne? So, wir sehen uns dort, Leute, gell? Toll. Nehmen wieder die Abkürzung. Juhu! Jahau! Vorsichtig darunter, aber das geht schon, das geht schon, das geht schon. Abkürzung for the win! Scheiße! Der Weg stimmt trotzdem. So. Nehmen halt den direkten Weg. Wieder ein bisschen zackiger. Jetzt war nicht recht, wo ich hinfahre, aber. Ist ja stimmend der Weg. Einfach Richtung Ziel, da kann man nichts falsch machen. So. Alter, links sollst du fahren, du Lümmel. Genau. Schön über den Hügel, läuft. Jawohl.
Na, kommst du jetzt nicht vor. Ey, ist jetzt ein Witz, oder? Dann komm ich in einem blöden Ding nicht vorbei. So. Da unten sind wir zu Hause. Über Stock und Stein, wie das größte Schwein auf der Straße. So, da müssen wir rein. Das wird ein Abenteuer für sich. So, den Rest machen wir lieber zu Fuß. Feinde, passt auf. Hab einen Unidad-Soldaten im Innern des Bunkers. Die Drohne ist oben. Auffallen. So, Unidad, das heißt, es ist Militär. Geil. Da freut man sich. Wenn ich die Scheinwerfer ausschalte, dann checken die das sicher ab. Gott, das ist ein riesiger Bunker. Fuck. Hab noch einen Tango. Ja, da sind sicher noch mehr. Ist da? Okay. Hier ist Ihr Generator. Okay, den sollten wir ausstellen. Zerstören Sie ihn um die elektrischen Verteidigung. Ah, das ist sehr gut. Den muss ich platt machen. Raufschießen oder hingehen, das ist die Frage. Scharfschütze im Turm. Na toll. Scharfschütze, oben auf dem Turm. Okay, wir machen mal die Sniper da platt. So fange ich mal an. Also Sniper sind schon mal wichtig. Verstanden, unterwegs. Das kann mein Team machen eigentlich. Roger, Ziel erfasst. So, der eine passt, der andere macht sie platt. Jawohl, jetzt läuft der richtig gut. Und kein Alarm. So, ich brauche diesen scheiß Generator da platt. Das ist der Stützpunkt der Unidad. Wir suchen nach dem Hauptmann, der mit Juri und Polito in Kontakt steht. Wir brauchen das Ziel lebend. Verstanden. Lebend, oh, Kacke. Wenn ich den Strom abstelle, werden die das aber merken, weil dann ist kein Saft mehr da. Gut, es ist Nacht, das ist schon mal positiv. Sniper habe ich schon mal hinter mir. Also, fangen wir nochmal an kurz. Also, sagen die Grafik ist schon wahnsinnig. Kann man echt nichts Negatives sagen. Da ist noch ein Sniper. Was ist das da? Automatische Aktion. Ja, okay. Sehe einen Unidad-Soldaten im Bunker. Ja, das sind nur mehr. Ich weiß nicht. Wir machen wieder mal einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich. Liked mich, schreibt einen Kommentar, ich würde mich wirklich drüber freuen. Bis zum nächsten Mal, euer Zocker Andi von Gameplay Deluxe. Tschüss!